abschalten kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil, wenn man das kann. Und ich bin und jemand, der weiß, wenn ich Sport mache, geht es mir besser. Ich bin jemand, der weiß, wenn ich rauskomme, geht es mir besser. Und ich bin jemand, der weiß, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich gut kenne, geht es mir besser. Also das sind schon Dinge, die ich, ich weiß. Mhm. Kannst du sagen, was für dich irgendwie der Sinn des Lebens ist? Das ist ja auch was, was meine Leute ausreichen, was ich fragen. Naja, also wenn ich jetzt sagen müsste, dass der Sinn des Lebens ist, dann kann ich dir nur so einen Kalenderspruch, besser, das wird dann sofort so ein Laozi sagen. Das kannst du nicht in so einer Frage drin. Ich weiß nicht, ob das Leben Sinn hat. Ich weiß nicht, ob das Leben einen Sinn haben muss. Nee, das ist natürlich auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Romantisierung der Sache. Ich denke, das ist eher die Frage, welchen Weg du gehst, was du daraus machst. Halt. Ja. Ich glaube, es ist ein Missverständnis. Wir wollen einen Sinn haben, damit wir sagen können, wir sind aus einem Sinn da gewesen. Genau. Das, wozu? Also warum ist nicht das es einfach ist? Es ist einfach. Das Leben ist einfach. Fertig. Hier und jetzt. Hast du dann auch gut jetzt irgendwie mit schlimmen Situationen umgehen, mit Schicksalsschlägen oder macht dich sowas? Das passiert mir das, was jedem passiert. Mhm. Schicksalsschläge haben ja immer zwei Gesichter. Das eine ist, dass es dir die Beine entweder wegschlägt und das andere ist, dass es dir natürlich, dass es dich aufräumt, im besten Sinne. Dass dich aufräumt? Naja, es ist ja auch immer, man wacht ja auch immer ein bisschen auf, wenn etwas Schlimmes passiert. Meistens ist es eine Art von Verlust. Erwacht man. Deswegen sagt man ja, wenn man Entscheidungen, wenn man sich zu verknotet in seinem Leben oder sich über Sachen ärgert oder aufregt, dann soll man sich nur mal vorstellen, ob man auf dem Sterbebett darüber noch mit diesem Problem noch nachdenkt. Ob das dann wirklich noch eine Rolle spielt. Also reflektiert ist man meistens. Auf dem Sterbebett sagst du dann so, was habe ich mich darüber aufgeregt? Nein, aber es relativiert die Sache. Also du weißt dann einfach so, ist das wirklich wichtig? Nein. Bist du denn jemand, der über sowas nachdenkt, der auch irgendwie Angst vor dem Tod hat? Oder versuchst du das wegzuschieben? Ich versuche nicht, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Also dadurch, dass ich die Filme, die ich gedreht habe, ich drücke das eigentlich nicht weg. Keine Ahnung, wie ich dann, das kann sein, dass ich jetzt schreiend auf dem Sterbebett liegen würde und sagen würde, nein, ich will nicht gehen, aber ich werde versuchen, es nicht so zu machen. Ich werde versuchen zu sagen, hey, it's over. Thank you. Zum Beispiel im Moment, ganz oft habe ich Angst davor, dass Leute aus meinem Umfeld irgendwie sterben. Das ist was mich irgendwie total betrifft. Oder ist ja das, was du gesagt hast? Weil du zurückbleibst halt. Das ist halt. Also man muss, wie gesagt, Leute gehen. Das ist eigentlich eher egoistisch. Weil du bleibst halt mit dem Schmerz zurück. Und deswegen stimmt. Ist halt für dich das Schlimme. Aus diesem Gespräch, da kann ich richtig was mitnehmen, Mensch. Ja, stimmt. Aber die meisten Leute haben auch Angst vor dem Sterben, nicht vor dem Tod. Nee, ich habe selber überhaupt keine Angst. Doch, ich kenne mir eher auch andere Leute. Nee, ich finde den Tod selbst, für mich selbst. Nicht so sterben, aber den Tod, weil du halt einfach nicht mehr existieren. Also, aber da seid ihr wahrscheinlich auf anderer Meinung jetzt irgendwie wie ich. Ihr seid ja jetzt quasi völlig. Im weitesten Sinne. Also, ich finde, wir sind immer noch relativ neutral. Außer vielleicht Energie, die ist ja noch der Mensch, die aus Energie. Und du filmst nur, hast du auch Fragen? Also ich hätte dann auch Da ist das Kabel. Richtig. Und zwar, der Film trägt den Artikel Die Lügen